Guten Abend, Hanni. Guten Abend, Schatz. Du bist schon da. Schau her, was ich da mitgebracht hab. Der Bert hat mir seinen Film mitgegeben von unserem Urlaub in Ehrwald. Auch fein. Den schauen wir uns nach dem Essen gleich an. Es ist Anfang Oktober 1978. Nach einem total verregneten Sommer haben wir das große Glück, eine Woche Urlaub bei herrlichstem Wetter mit unseren Freunden Hanni und Franz rund um Ehrwald in Tirol verbringen zu dürfen. Ach, ist das eine schöne Musik. Kunststück, die hört ihr ja von mir. Schau mal hier, die wunderbaren Aufnahmen. Und du hast wieder keinen Film gemacht von den schönen Urlaub. Red doch nicht so dumm daher. Du weißt doch genau, dass meine Kamera kaputt war. Kamera kaputt? Das ist doch bloß eine Ausrede. Ich weiß schon, du möchtest schon wieder eine neue haben. Du hast immer das Saal ums Geschmarri. Bei herrlicher Fernsicht und fast sommerlichen Temperaturen durchstreiften wir Berg und Tal unter der sachkundigen Führung unseres Freundes Franz. Sachkundig? Wie oft haben wir uns denn verlaufen? Jetzt sei doch mal endlich ruhig. Da kommst du ja nicht auf den Film konzentrieren, wenn du immer reingackerst. Dieses herrliche, klare Wetter war nicht nur zum Bergwandern bestens geeignet, sondern auch ideal zum Fotografieren und vor allem zum Filmen. Aber leider hatte Franz das große Pech, dass seine Kamera nicht funktionierte, was für ihn als besessenen Filmer ein großes Ärgernis war. Na, das ist aber wirklich wahr. Da stinkt er mir heute noch. Ja, wenn ich auch so eine Kamera hätte, wieder Bert. Bei dir ist immer was anders los. Einmal hast du die Kamera nicht dabei und wenn du es dann dabei hast, dann ist angeblich kaputt. Du hast immer eine Ausrede. Naja, und jetzt haben wir halt wieder keinen Film. Aber ein prima Titel, wie soll die, wenn ihr einen Film hätte. Altweibersommer. Sag einmal, warum bist denn du so unverschämt? Ich soll immer zu allem Ja und Amen sagen und du bist dauernd so frech und so beleidigend. Ach, geh du immer mit deinem Geduder. Also, was ich mich mit den alten Gurken schon rumgeärgert hab, da wäre die Reparatur teurer, als was der Schinken nur wert ist. Die neuen sind elektronisch und Multicoding. Was sind die? Na eben. Schau mal bloß hin, wenn du da aufgeführt hast. Und der Gmeldkopf hat das alles nicht gefilmt. Da muss man sich ja für die Leute schämen. Die lachen über uns, wenn die das sehen. Da, hätte es noch weggeschmissen, der Klump. Freilich wegschmeißen. Wir haben ja ein Geldscheiße. Ich glaub, dass du ein wenig spinnst. Amen, Rina, wie schön bist du. Amen, Rina, wie
Süßes, das ist das typische Beispiel dafür, dass du überhaupt nichts zusammenbringst. Da habe ich doch Britz und Brat erklärt, wie man fotografiert. Und was ist dabei rausgekommen? Lauter verwackelte Bilder, unscharf und die Köpfe abgeschnitten. Aber du kannst ja bloß an mir rumnörgeln, wo ich doch bestimmt nichts dafür gekannt habe. Aber deine Fähigkeiten liegen halt auf einem anderen Gebiet. Das sieht man da wieder ganz deutlich. Zuerst hast du einen fetzen Trümmercher-Schnitzel mit Pommes frites verdrückt und dann hast du nur ein paar Zungen Kaffee und der Schwarzwälder Kirschtorten braucht. Naja, man sieht ja auch, was bleibt. Du unverschämter Kerl, aber dass du Amos nach der anderen gestemmt hast, da sagst nichts davon. Tja, mein Körper braucht eben Flüssigkeit, sagt mein Doktor. Ja, ja, was du alles brauchst. Zuallererst brauche ich jetzt einmal eine neue Kamera. Und man will es, dass das was. Aber ganz bestimmt nicht. Wenn ich sage, wir brauchen was für den Haushalt, dann ist kein Geld da. Aber das suche da, Franz. Wenn du dir die Kamera kaufst, dann bestelle ich mir die neue Küche. Dann kannst du aber schauen, wie das sollst. Die Berge erblühen im Abendschein. Auf den Armen ziehen die Herden herein. Du, Hanni, da ist ein Hinschatz. Da bist du prima getroffen. Das ist eine schöne Aufnahme von dir. Siehst du das, Hanni? Wenn du lachst, dann schaust du richtig toll aus. Ja? Jo, wirklich, Hanni. Glaub mir's. Wenn ich die Kamera hätte, dann mache ich lauter so schöne Aufnahmen von dir. Da könnte ich dich dann immer so scharf einstellen. Und nicht bloß im Film. Jo, wirklich, Hanni. Glaub mir's. Na ja, Franzl. Wenn's meinst, dann kauf das halt. Na also. Oh,